Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Als große Frankreich-Fans machen wir immer wieder mal einen Ausflug in unser Nachbarland. Nur etwa 80 Flugminuten entfernt, im Norden Lothringens, liegt die Stadt Nancy, die wir heute besuchen werden. Es geht quer durch die Eifel und das Saarland, nach einer Stunde überfliegen wir die Grenze nach Frankreich und nur 20 Minuten später sind wir bereits am Flugplatz Nancy. Nach einem ausführlichen Besuch der Innenstadt geht's weiter nach Verdun. Danach besuchen wir, mit einem Gefühl von Demut, die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, bevor wir über Luxemburg wieder heimfliegen. Für einen Flug nach Frankreich bereite ich mich jedes Mal auf besondere Art und Weise vor. Denn dort, anders als in Deutschland, hat das französische Militär eine ganz besondere Stellung. Besonders wochentags donnern die Kampfjets der französischen Luftwaffe gern in niedrigen Höhen und mit Geschwindigkeiten um die 1000 km/h in der Gegend herum. Mit diesen Jungs sollte man sich besser nicht anlegen, das ist gefährlich und gibt nachhaltigen Ärger. Damit man weiß, wo und wann sie fliegen, konsultiert man also besser spezielle Internetseiten der französischen Flugsicherung. Ganz Frankreich durchziehen sogenannte RTBAs. Das steht für Réseau Très Basse Altitude Défense und bezeichnet die Korridore, in denen diese Tiefflüge stattfinden. Hier ist eine Übersichtskarte. Es geht diagonal durch Frankreich und lässt auch die Bretagne nicht aus. Und gerade in Lothringen gibt es gleich mehrere dieser Restricted Areas. Die französische Flugsicherung SIA, das steht für Service de l'Information Aéronautique, das ist das französische Pendant zur DFS, hat dazu eine kleine Broschüre aufgelegt, die alles Wichtige zusammenfasst. Abkürzungen, was ist RTBA, die Geografie und die Limits der Korridore. Vor allem natürlich, wann sind diese Korridore aktiv? Und zu guter Letzt die eindringliche Warnung, bitte niemals ohne Squawk 7000 fliegen. Auf der SIA-Homepage findet man auch die AZBA-Charts. AZBA steht für Activität des Ondes Basse Altitude und beinhaltet die Aktivierungszeiten der einzelnen Korridore. Auf diesen Seiten kann man genau ablesen, wann welcher Korridor aktiv ist. Heute zum Beispiel, am Tag der Videoerstellung, ist der R45-Korridor aktiv. Aber alle Bereiche nur von 37 bis 10 UTC, also nur bis 12 Uhr. Dann hat man die Wahl. Manche kann man unterfliegen, üblicherweise ist die Untergrenze bei 800 Fuß und oft kann man sie auch, besonders bei gutem Wetter, überfliegen. Die in dunkelrot gezeichneten beginnen bei Ground, diese Korridore sind natürlich tabu. Ein weiterer wichtiger Teil der Vorbereitung sind die Visual Approach Charts. Diese sind in Frankreich, anders als bei uns, stets aktuell und kostenlos zu bekommen. Dazu gibt es bei der SIA ebenfalls eine entsprechende Seite. Man gibt einfach die Flugplatzkennung ein und bekommt das entsprechende Chart als PDF-Datei. Anflug, Platzrunde, Flugplatzdaten und weitere Details sind nachlesbar. Die Eifel zeigt sich heute Morgen von einer ganz besonders schönen Seite, denn viele Täler und Moselabschnitte liegen noch unter dichten Wolken.
Und dann ist es soweit. Nancy und sein schöner Flugplatz kommen in Sicht. Der Tower spricht tolles Englisch. Wir fliegen in den rechten Gegenanflug ein und landen auf der Piste 03. Das Schöne an Nancy ist, man braucht nicht zwingend ein Taxi. Man kann auch zu Fuß in die Stadt laufen. Wir genießen den 3 Kilometer Fußmarsch sehr und lassen uns anschließend zu einem typischen Petit Déjeuner nieder. Das Zentrum der Stadt, das erst 2005 komplett renoviert wurde, ist ebenso sehenswert wie der nahe Stadtpark.